Ich habe mal in meiner Jugend eine Ausstellung im Sprengel-Museum Hannover gesehen. Eine Ausstellung, die speziell für Blinde gemacht war. Und da denen ja der Augensinn nicht zur Verfügung ist, müssen sie über das Haptische gehen. Und wenn heute jemand meine Sachen sieht, dann sollte er sie mit den Händen sehen, wenn es geht. Der Schwerpunkt meiner Arbeiten liegt in der Darstellung des weiblichen Körpers, wobei ich den sehr abstrakt auffasse zum Teil. Die Erotik ist mir sehr wichtig, das ist der Kernpunkt der ganzen Angelegenheit. Denn wenn ich, wie ich eben gesagt habe, die Dinge mit der Hand betrachtet haben möchte, also haptisch, dann kann ich mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als den weiblichen Körper mit den Händen zu betrachten. Das mit den Monden ist eine, auch wenn das eigentlich nicht zu mir passt, Bierlaune. Die Monde sind entstanden, indem ich auf Bierfilze, also diese Untersetzer für die Biergläser, angefangen habe, weibliche Konturen zu zeichnen. Und ja, das ist das ganze Geheimnis gewesen. Irgendwie fand ich das interessant und habe dann eben diese runde Form, die ja eine klassische Form ist, versucht, den Körper in diese runde Form hinein zu manchmal zwängen. Aber eigentlich fühlen sich meine Modelle meistens ganz wohl darin. Ich habe, glaube ich, so mit 16 angefangen, mich für zwei Künstler im Besonderen zu interessieren. Das eine ist der Henry Moore, das andere ist der Hans Arp. Und innerhalb dieser beiden Pole habe ich eigentlich die ganze Zeit mich schwingend bewegt und tue das eigentlich heute noch. Ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeiten und Anreger par excellence ist die Coco de Mer. Diese Doppelnuss, die auf den Seychellen, nur auf den Seychellen vorkommt. Durch Zufall haben wir im Naturhistorischen Museum auf dem Flur so eine Sammlung von Samen und da war die dabei. Und nachdem ich die gesehen habe, war eigentlich mein Schicksal besiegelt. Das sind dann so Abkömmlinge, die daraus geworden sind. Was macht das Wesen meiner Kunst aus? Zunächst einmal ist mein ganzes Leben damit gefüllt, von Kindheit an bis heute ist es eigentlich der Mittelpunkt in meinem Leben. Und damit ist es auch sehr ernst. Es erzählt meine Lebensgeschichte. Und wenn ich meine Bilder betrachte, so hat jedes Bild seine Daseinsberechtigung in diesem Zyklus. Sprechen wir live das Leben und zu jedem dieser Bilder könnte ich etwas erzählen. Das ist immer ein ganz bestimmter Abschnitt. Es laufen einige Kunstrichtungen, sagen wir mal, parallel, nämlich die abstrakte Malerei. Während meines Studiums habe ich angefangen, gegenständlich zu malen. Das war damals bei Professor König in Mainz. Und da meinte er, nee, das machen wir mal nicht. Ich sollte bei der ungegenständlichen Kunst bleiben. Inzwischen verstehe ich, was er damit aussagen wollte. Aber es hat sich so entwickelt, dass ich dann die Models entdeckte und das war eine Welt für sich, die ich für mich haben wollte. Und dann habe ich die Welt vereinnahmt, habe nach Fotos auch gemalt und irgendwann ist das aber wieder totgelaufen. Deshalb habe ich eben von zwei verschiedenen Entwicklungen gesprochen. Das eine geht weiter in der abstrakten Malerei, die ich bis heute weiterführe. Und deshalb finde ich es schön, dass man in sich selbst diese Möglichkeiten immer parallel hat. Man ist gefächert, genauso mit den verschiedenen, unheimlich vielen Themenbereichen,
die mich interessieren, das ist zum Beispiel der Sport. Ja, da stelle ich beispielsweise in Wiesbaden auf, bei den Pfingstfestspielen. Auf einmal hieß es ja, Frau Gerlach, 20 Meter Pferde. Ja, das mache ich, das kann ich. Und im Hintergrund ist ein Bild, das habe ich jetzt hier in die Galerie gebracht. Das war für mich völlig in Vergessenheit geraten. Das ist ein Bild, ein Porträt meiner Tochter, Nicoletta, die damals in Australien studierte. Und es ist das erste Porträt, das ich in meinem Leben gemalt habe. Vorbilder habe ich eigentlich gar nicht, nein. Ich bewundere viele. Also jetzt, was die Künstler anbelangt, da würde ich sagen, ganz oben steht für mich Picasso. Diese Vielfalt, die er in seiner Kunst gebracht hat. Und wenn man manchmal hört, ja, Picasso, dann denken die nur, er hätte diese abstrakten Bilder gemalt, diese modernen Formen, den Kubismus, wie wir ihn kennengelernt haben, 1905 mit dem Papier Collé und so weiter. Aber Picasso hat ja ein ganzes Studium vorangestellt. Der ist ja ein Akademiker in dem Sinne, nicht? Und wenn sowas da ist, ich sage immer, beim Schlittschuhlaufen ist es ähnlich. Ich lerne erst mal etwas, bis ich zur Kür komme. Ich lerne erst mal das Allerwichtigste. Das ist auch beim Reiten so. Das ist eigentlich bei allen Sportarten so, dass erst mal eine Grundlage da sein muss. Und dann kann die Kür kommen. Und so ist es in der Malerei ganz genauso. Ich kann das nicht eben mal so aus dem Handgelenk schütteln. Dann ist es eben geschüttelt. Ich habe eine gewisse Weite hier in den Räumen, dass ich da doch ganz gerne male. Und ich habe vor allen Dingen hier das Nordlicht. Der Blick rüber zum Taunus, das ist schon sehr schön, sehr wunderschön. Der Rhein interessiert mich eigentlich schon immer. Ich habe immer am Rhein gelebt. Also ich bin in Boppard geboren und habe am Rhein gelebt. Dann bin ich nach Mainz gezogen, habe lange am Rhein gelebt. Und hier in Ingelheim wohne ich auch wieder in der Nähe des Rheins. Und der Rhein mit seinen Jahreszeiten, Niedrigwasser, Hochwasser, ist immer ein sehr spannendes Motiv. Das Ufer sieht immer anders aus, die Wasserspiegelungen. Mein Thema ist ja in diesem Fall die Spiegelung. Und Spiegelungen interessieren mich wahrscheinlich auch als Physikerin oder Mathematikerin. Also ich bin, glaube ich, ein sehr strukturierter Mensch und suche auch gerne Strukturen, sich wiederholende Muster und Formen. Und deswegen ist natürlich Spiegelung ein spezielles Thema. Ja, ich sammle einfach Fotos. Ich bewege mich durch die Landschaft, per Fahrrad oder zu Fuß und sammle einfach Fotos. Und erst zu Hause schaue ich genauer nach, was ich eingesammelt habe. Ich schaue gerne in die Landschaft, aber auch nicht nur Landschaft, sondern ich schaue mir auch gerne Städte an und möchte einen Weg finden, konzentriert das, was ich gesehen habe, weiterzugeben. Dazu ist es natürlich nötig, das zu gestalten. Das heißt, einen bestimmten Ausschnitt zu wählen, bestimmte Belichtung zu wählen. Das heißt aber auch oft, dass ich wiederkommen muss, weil mir das Ergebnis noch nicht gefällt. Weil die Diskrepanz zwischen dem, was man sieht und was die Kamera dann später zeigt, ist oft größer, als man denkt, weil das Auge sehr subjektiv ist und die Kamera gnadenlos einfach das ablichtet, was da war. Ziel ist es dann, mit der Kamera das so aufzunehmen, wie meine Vorstellung war. Bei den Landschaftsaufnahmen soll die Natürlichkeit erhalten bleiben. Also ich bearbeite meine Fotos schon am Computer per Photoshop, aber bei den Landschaftsaufnahmen dient es nur dazu, die Farben etwas anzugleichen. Also wenn man zum Beispiel verschiedene Aufnahmen hat und das Licht doch ein kleines bisschen anders war, kann man die Farbe ein bisschen angleichen oder man kann die Kontraste ein bisschen angleichen.
Und dann kommt es sehr darauf an, im richtigen Moment zu fotografieren. Das ist schon sehr wichtig. Es gibt Situationen, da gelingt einem ein Foto und man kann später 20 Mal probieren, das nochmal oder besser zu fotografieren. Und es gelingt nicht, weil das Wetter einfach nicht besser ist, die Beleuchtung nicht besser ist. Also es ist auch die Jagd nach dem optimalen Moment. Und man kann das oft probieren und es gelingt dann nicht immer, sich zu verbessern. Ich bin eigentlich immer alleine, wenn ich auf Jagd bin, weil man das kaum jemandem zumuten kann. Denn als Fotograf unterwegs ist man wirklich eine absolute Nervensäge, weil man, oder speziell ich, eben auf der Jagd nach dem speziellen Motiv wirklich lange ausharren kann, auf noch besseres Licht warten kann oder in die letzte Ecke kriecht. Und das bedingt auch, dass man sich schmutzig macht. Und das hält kaum jemand anderes aus. Außerdem würde es mich ablenken. Also ich hätte immer ein schlechtes Gewissen dem anderen gegenüber, der mit mir unterwegs ist. Deswegen wähle ich doch sehr genau aus, ob ich mit Kamera unterwegs bin oder ob ich mit anderen Menschen unterwegs bin. Und dann fotografiere ich eher nicht oder mache nur Schnappschüsse. Meine Kunst würde ich experimentell beschreiben. Ich versuche mit ganz viel Materialien, Farbe und Dingen Bilder zu konstruieren, zu entwickeln. Und es ist ein ganz interessanter Prozess. Also es ist eher prozesshaft, und nicht vorgefertigt. Ich weiß nie am Anfang, wie mein Bild sich mal entwickelt. Das entsteht dann einfach beim Arbeiten. Und das ist das Spannende daran. In der Regel fange ich mit Acrylfarbe an. Dann kommen sehr viele Schriften hinzu. Schriftzüge, geschrieben, collagenartig, aufgeklebt. Und dann kommt wieder Farbe drauf. Und dann wird wieder Farbe weggenommen. Es entsteht eine dichte Überlagerung von Farben und Material. Ich habe mittlerweile schon ein großes Repertoire an Materialien. Also angefangen von der Acrylfarbe nehme ich dann Stoffe hinzu. Ich bearbeite die Stoffe mit Wachsschichten. Dann gibt es viele Fundstücke, die ich also auf meinen Wanderungen und Urlaubsreisen sammle und hierher transportiere und irgendwann auch mit in die Bilder hineinbringe. Ja. Also das Material ist jetzt mittlerweile ganz entscheidend. Also so Assemblagetechnik ist einfach jetzt so meine Entwicklung. Also ich muss mir die Bilder gerne anschauen und ich frage mich oft dann, magst du das Bild in deiner Wohnung hängen haben? Ja, weil das überträgt ja und vermittelt Gefühle. Und meine Bilder sollen schon positive Gefühle hervorrufen. Als allererster Künstler, der mich so inspiriert hat, war einmal der Picasso von der Keramik her. Ich mache ja auch nebenher noch Keramik. Und dann der Roscoe, weil er diese Farbflächenmalerei so wunderbar betrieben hat. Und somit habe ich auch erst angefangen, Farbflächen zu gestalten und versuche aber mich da auch meinen eigenen Weg zu gehen. Ich arbeite ganz gerne seriell. Es ist viel spielerischer. Ich habe jetzt nicht nur eine große Leinwand, sondern ich habe viele Elemente, die ich ganz gerne anbaue. Und dadurch ist nach meinem Empfinden das viel spannender. Also für mich ist das wie Therapie. Ich bin verschwunden, ich vergesse meine Umwelt, meine Gedanken konzentrieren sich mit dem Material und mit der Farbe und also ist meditativ.
Es ist einfach wunderbar, so kreativ zu sein, ja. Und hinterher bin ich dann immer ganz erstaunt, oh, das ist daraus entstanden, ja. Das glaubt man im Vorfeld gar nicht. Thank you.